Hallo, hallo Zwischenwelt, hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler zwischen den Welten und zwischen den Kriminalitäten. Ich werde gerufen in der Zwischenwelt Amon, in der bürgerlichen Welt werde ich gerufen Andreas. Wir möchten heute uns abseits von der Kriminalität und des und natürlichen Sterbens bewegen und uns mit einem Heiligen der römisch-katholischen Kirche widmen, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe und ich fand das sehr interessant, den Carlo Acutis widmen. In seiner Bescheidenheit und seines Lebens, seines jungen Lebens. Er ist ja nun nicht alt geworden. Und doch ein Heiliger. Aufgrund seines kräftigen Lebens, seines Beispiellosen, ist er ein Teenagerleben, ist zeitlich vorbeigegangen. Wir versuchen über die Zwischenwelt an ihn ranzukommen, denn in Rom kann man sein Sarkophag beobachten oder beschauen und einmal im Jahr wird der Sarkophag geöffnet und man kann diesen Heiligen angucken. Er liegt noch da, so wie am ersten Tag er verstorben ist. Dann gehen wir mal in die Zwischenwelt. Hallo Zwischenwelt. Hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Amon. Ich komme wie immer mit dem größten Respekt und mit dem größten Frieden zu euch. Überlasse meine Liebe hier und gehe heute zielstrebig auf die Lichtwelt zu. Denn wir möchten heute einen Heiligen der römisch-katholischen Kirche sprechen, den Carlo Acutis. Ich möchte den Carlo Acutis essen, sprechen. Kann ich den Carlo sprechen? Yes.
Darf ich den Carlos sprechen? Ich rufe meine Assistenten herbei, dass sie mir den Carlos Acusis herbeiholen mit Erlaubnis der Hoheit aus der Lichtwelt. Das wäre Gott. Dann werden wir mal fragen. Wir warten noch 10 Sekunden. Dann können wir uns noch mal erkundigen, ob wir ihn fragen dürfen. Diese Hoheit. Acutis, Carlos Acutis. Carlos Acutis. Wir müssen ganz demütig sein heute. Unverfänglich. Wie immer. Danke, meine Assistenten Jonas 14, Henning, gräfliche Hoheit aus Sioshi und mein Berliner Begleiter Max, er aus Arnfelde-Mozart. Ihr habt es geschafft, mit dem Carlos Akios ranzubringen. Ein schwerer Nachname, wenn man das nicht kann. Wenn man der italienischen Sprache nicht mächtig ist. Deshalb werde ich versuchen, ihn mit Carlos anzureden. Der ist mir geläufig. Hallo Carlos. Hallo Carlos. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Amon, genannt Andreas. Er kommt zu Ihnen mit dem größten Respekt und mit dem größten Frieden im Herzen. Meine Liebe lege ich vor deinen Füßen, dass du sie nehmen kannst und damit umhergehen kannst und sie verschenken. Wie geht das, Carlos? Wie geht das? Gut. Danke sehr für die Antwort. Wie gehen Sie damit um, dass Sie ein Heiliger sind? Sie sind ein Heiliger der römisch-katholischen Kirche. Und sind in einem Sarkophag in Rom beerdigt. Das war Mord an ihn. Wie haben Sie es überstanden? In der Zeit der Zwischenwelten. Das Alter. Wo sie verstorben sind. Ja.
Ich bin bei Ihnen, ja. Sie kennen mich. Carlos, wer bin ich? Wer bin ich, Carlos? Wer hat es Ihnen angetan, Carlos? Ich bin der Andreas, ja. Er ist da, ja. Und bereit. Der Henker ist bereit. Wie wurden Sie zu einem Heiligen? Was war Ihre große Tat? Was war Ihre große Tat? Haben Sie auch Ihr Öl bei? Wir können uns öfters treffen, wenn du magst. Wir sind nicht die Ärmsten, wie du gesehen hast, im Reich der Sünden. Ich habe Respekt vor Ihnen, Carlos. Ich habe Respekt vor Ihnen. Was haben Sie am liebsten getan? Haben Sie gerne Fußball gespielt? Oder haben Sie eher lieber zugeschaut? Haben Sie gerne Schule gemacht? Haben Sie gerne Schule gemacht? Wer ist der Liebste bei Ihnen? Wer ist Ihr Freund? Wer ist Ihr Freund, Carlos?
Wen möchten Sie auf Ihr Sommerfest sehen? Ja, ich bin old, ja. Aber spielt er nicht keine Rolle? Oder spielt das für dich eine Rolle? Hallo Carlos, hallo Zwischenwelt. Der Amon wird sich jetzt verabschieden, ohne nochmal mitzuteilen, zu vergessen, dass er mit dem größten Respekt hier war, mit der größten Liebe, die er hat, war er hier. Und lasse meine Liebe für dich hier. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und sage Goodbye, Carlos, und Ruhe in Frieden.